Hallo, liebe Zuschauer. Ja, hier mal der Kanaltrailer. Also es geht hier eigentlich rund um Technik, ob jetzt vom PC über eine Soundanlage oder über einen Fernseher. Verstärkerzähler mit dazu. Ja, also hier haben wir jetzt ein Gaming-PC. Kann man aber sagen, ist natürlich nicht der beste. Also man kann schon gute Spiele darauf spielen, aber es gehen, denke ich, mir nicht alle, also irgendwelche werden nicht gehen, zumindest nicht flüssig. Aber die meisten gehen wirklich noch, auch selbst auf Einstellungen hoch, gehen die eigentlich noch flüssig. Somit meist wenig, also Minimum 50 Bilder pro Sekunde, ja. Und wenn man natürlich auf Ultra stellt, dann kann schon mal sein, dass es dann unter 30 Frames kommt und dann ruckelt es, ja. Hier haben wir jetzt einen Medion-Bildschirm. Ich weiß gar nicht, wie groß der gerade ist, muss ich nachgucken. Eine einfache Tastatur, eine einfache Maus, alles Funk. Zwei Xbox 360 Controller müssten das sein, ich weiß es gerade nicht. Hier einfach so Anzeige, wie viel Uhr wir haben, wie viel gerade innen, wie viel gerade außen. Dann haben wir noch einen HDMI-Verteiler, weil die Grafikkarte hat nur einen HDMI-Ausgang. Und weil sowohl der HDMI kann, als auch hier der Fernseher, das ist jetzt ein 43 Zoll Fernseher. Also 108 Zentimeter hat er. Und davor hatte ich einen Toshiba, das war ein 32 Zoll Fernseher, also 80 Zentimeter so ungefähr. Und da war der HDMI-Anschluss Wackelkontakt. Und da habe ich mir gesagt, bringt ja nichts, wenn alles das Bild weggeht. Und da habe ich den verkauft, habe mir jetzt einen LG geholt, also der hier halt 43 Zoll, der kann auch Full HD. Und der andere konnte nur HD Ready und das ist halt nicht 3D-fähig, aber brauche ich auch nicht. Ja, es geht gleich weiter. Da deswegen den HDMI-Verteiler. So, dann hier, mein Schatz ist es quasi. Das ist der Klipsch SWR115. Also der Klipsch-Referenz quasi, der 38 cm Chassis hat der. Und der soll bis 18 Hz runtergehen. Also ich habe mir zwar, der hat ja keinen Subsonic drin. Immer so wenig wie die Standardsprecher. Und dann habe ich dann halt hier deswegen ein Subsonic-Filter so extern geholt. Du kannst quasi einmal einstellen, in welcher Frequenz sollen mal getuned werden. Also welche halt lauter sein soll. Eigentlich, das heißt eigentlich lauter, aber steht meistens drauf Tune Frequency oder so. Habe ich auf 20 Hz gestellt, weil das ist halt die Resonanzfrequenz von dem Subwoofer. Dann habe ich auch die Crossover-Frequenz dann so eingestellt, dass er quasi bis so 25 Hz spielt und unter 25 Hz wird es dann leiser, also weniger Signal kommt rein, weil das ja mit 20 Hz die Resonanzfrequenz ist, dann wird es ja theoretisch wieder lauter und somit ist es dann eine gerade Linie, aber wenn ich keinen Subsonic habe, dann merkst du, die 20 Hz wird lauter, weil er halt Resonanzfrequenz dadurch ist und dann ist er eh lauter. Also der Klipsch, der macht schon schöne Erdbeben hier, der wackelt dann alles mit. Dann haben wir einen Denon AVR 1803, der ist gebraucht gewesen, der habe ich 100 € bezahlt. Der kostet, glaube ich, neue 500 oder 600 €. Ja, und da hatte ich noch einen alten, das ist jetzt der 1803. Ich hatte den 3300 von denen. Und da ist dann die Endstufen sind mal kaputt gegangen. Der hat auch einen Lüfter drin. Der war dann doch schon nervig geworden. Und das ist jetzt ein passiver Kühler, also nur eine Kühlrippe. Und da habe ich mir halt das alte Metall oben drauf gemacht und die drei Regler. Der Anknopf ist halt leider Silber, weil der rund ist und von dem alten war der eckig. Ja. Aber ist nicht schlimm. Weiß mal, wie es A, das ist der Ausknopf und A, das sind die drei Regler. Das sind die Kanton GLE 490.2, also mit der Wave-Sicke. Manche sagen jetzt, oh, wieso hast du Wave-Sicke genommen? Hättest du auch die anderen holen können. Erstens, die waren da im Angebot, wo ich die gekauft habe. Und zweitens, wenn schon was richtig ist, dann muss auch schon was Gutes da sein, ja. Also Fernseher hatte ich ja schon. Hier den Pioneer Equalizer, der war auch gebraucht. Habe ich, glaube ich, was ich gar nicht mehr was ich bezahlt habe. Also, alles eigentlich gute Sachen. So, jetzt ganz kurz am PC. Ich hatte mir eine neue Grafikkarte reingemacht, weil die alte hatte nur einen Lüfter gehabt. Das war dann doch schon mal laut. Das ist jetzt eine andere, die hat zwei Lüfter jetzt schon drin und die ist auch wirklich leise. Dann habe ich mir eine Soundkarte reingebaut, weil eine neue hat mir mal eine neue Anlage geholt und da habe ich mir gedacht, komm, eine Soundkarte noch rein, da hast du mal einen richtig geilen Sound auch, ja. Und beim CPU, da habe ich mir einen CPU-Kühler geholt, einen neuen. Dann sind ja die Lüfter auch außen auf dem Gehäuse, eigentlich sind die innen drin.
Also dann außen war eine Blende und die Lüfter sind quasi innen drin so gewesen. Jetzt habe ich es außen drauf gebaut, weil der Kühler so groß ist, wenn ein Lüfter innen drin wäre, geht die Klappe gar nicht mehr zu. Also ja. Soundcutter hatte ich ja schon erwähnt, gell? Ja, genau. Weil ich habe den, wieso einen neuen CPU-Kühler? Erstens, der alte war eh schon laut und dann habe ich den hier, den PC noch übertaktet, sowohl CPU als auch Grafikkarte. Und die Grafikkarte mit zwei Lüftern, die kann übertaktet werden, die hält das aus. Und die CPU ist ja auch eine Overclock-Edition, also kann das auch. Aber der Lüfter war einfach, hat es nicht mehr geschafft. Und der schafft es, der läuft eigentlich auf 3,2 GHz und ich habe ihn auf 4,1 hochgetaktet, also schon ordentliches Stück. Die Grafikkarte, weiß gar nicht, wie viel ich die hochgehoben habe, aber die Grafikkarte ist auch sehr knapp. Also wenn ich den Prozessor auf 4,2 mache, dann schmiert der PC ab. Wenn ich bei der Grafikkarte auch noch vielleicht 100 MHz mehr mache oder vielleicht sogar 50, dann schmiert es ab und zu auch schon ab. Deswegen habe ich es gerade so. Also da habe ich lange dran gesessen, bis ich das so perfekt ausgerichtet hatte, dass es nicht mehr lang dauert, bis er dann abstürzt. Dann wird der PC deswegen gut übertaktet. Ja. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das war's jetzt. Mainboard und alles weiß ich mal nicht mehr, was drin ist. Ich habe jetzt nur mal das gesagt, was ich aufgerüstet habe. Ja, einen Teppich habe ich mal reingelegt, mal, weil sonst schallt es so ein bisschen hier vom Klang. Auch Vorhänge. Die Rollos hatte ich schon. Ja, hatte ich schon. Ich habe nur noch Vorhänge reingemacht und mal einen Teppich. Ja, was auch schön, wenn man jetzt hier sitzt, so hat man halt das Fernsehen schön vor einem. Ja, und halt schön die Lautsprecher unten theoretisch noch ein bisschen auseinander. Aber habe ich jetzt gerade hier im Moment, man sieht es ja mit der Tür, hinter der Tür stellen, ja, ist auch ein bisschen blöd. Und den könnte ich, der die Box könnte ich jetzt noch neben meinem Subwoofer stellen und den könnte ich ja, also den Standlautsprecher könnte ich ja hinter der Tür stellen, da habe ich aber Angst, wenn es einer aufmacht, die Tür, dass es dann Bam macht und dann ist die Box so ein bisschen zerkratzt vom Holz, dann stelle ich es lieber so hin. Ist vielleicht ein bisschen zu dicht jetzt, aber das Subwoofer in der Ecke sagen auch viele, es wäre scheiße in der Ecke zu stellen, aber hat wirklich, es dröhnt nicht, die hat einen guten Bass. Auch Kickbass ist eigentlich ordentlich. Und ich hatte ihn mal hier hingestellt, also hier, da war das alles ein bisschen nach da gerückt und da stand er hier. Das sah erstens halt nicht gut aus, wenn der dann so rausragt in der Ecke, da fällt es nicht so auf oder ist es nicht so schlimm. Und der hat auch irgendwie gar nicht so viel Bass, also in der Ecke hat er mehr Bass und vom Dröhnen her minimal, also das hört man eigentlich kaum. Da hatte meine ich sogar da hier, wo er hier stand, da hat er mehr gedröhnt, ja. Ja, das war's erstmal vom Kanal-Trailer. Ging jetzt etwas lang, aber ich wollte ja hier schon Sachen beschreiben und nicht nur sagen, ey, das ist das Zimmer, hier sind die Sachen. Ja, ich hatte früher Let's Plays nochmal gemacht, das hat schon dann aufgegeben. Jetzt ist es mehr rund um Technik geht's jetzt eher. Deswegen viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dahin und ciao.